Name ist Dr. Zumbich. Können Sie mich verstehen? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Eigentlich immer mal wieder dabei, mein Video Deutschland am Wendepunkt fertig zu machen, ne, beziehungsweise weiterzumachen, damit es dann irgendwann fertig wird. Aber bei mir kam ziemlich viel dazwischen. So. Ja, also meine Mom ist zum Beispiel umgezogen und nicht mal eben um die Ecke, sondern schon eine ganze Ecke weit weg. Und natürlich habe ich ihr geholfen, ne, beim Umzug, und das sind einige Tage für draufgegangen. Und auch so letztes Wochenende war ich unterwegs und auch die Tage dazwischen häufig und so. Ne? Und deshalb zieht sich das einfach hin. Was natürlich auch kein Drama ist, ne? Denn es gibt tausende andere Leute, die Videos machen. Ja? Also da geht die Welt bestimmt nicht unter, wenn ich keins mache. Aber ich hatte es eben zugesagt und das stresst mich dann, ja, wenn ich es da nicht zeitlich einigermaßen einhalten kann. Ja, und währenddessen kommen immer mal wieder Nachrichten von Leuten, ja, die da schreiben, ja, wieso willst du denn überhaupt die Mühe machen? Ja, ist doch eh gegessen, jetzt, wo der Migrationspakt kommt. Und da hat die Sache mit dem Migrationspakt in dieses Video Deutschland am Wendepunkt gar nicht reinpassen würde, weil man den einfach schon auch gesondert anschauen müsste, habe ich gedacht, mache ich das jetzt kurz vorab. Das dauert auch nicht so dolle lang. Ja, und vielleicht ist mein Video Deutschland am Wendepunkt danach tatsächlich hinfällig, ne? Weil so en Detail hatte ich diesen Migrationspakt noch gar nicht durchgelesen. Natürlich schon so einzelne Passagen daraus, ne? Aber nicht die ganzen, ich glaube 32 oder 34 Seiten. Die hatte ich bislang noch nicht durchgelesen. Und wenn du hier mal schaust, da gibt es eine Headline von der Bild.de, ja? Die schreiben dann die Wahrheit über den UN-Migrationspakt, und darunter schreiben sie, wie Netzaktivisten das UN-Abkommen bekämpfen und wo sie einfach lügen. Jetzt wollte ich natürlich sofort wissen, wobei lügen sie denn, diese Netzaktivisten? Ja, das ist so wie bei einer Amazon-Rezension. Da sehe ich mir auch öfter mal zunächst die Negativbewertungen an, denn dann weiß ich schon mal, in welche Richtung die Kritik geht und kann abschätzen, inwieweit das für mich relevant ist oder eben nicht. Okay, dann schauen wir gleich mal, wobei lügen gemäß der Bild-Zeitung die Netzaktivisten. Selbstverständlich ist hier an allererster Stelle die Rede von Verschwörungstheorien. Und somit weiß ich schon mal, in welche Richtung die Reise dieses Artikels in Bezug auf diesen Migrationspakt geht. Im Prinzip müsste ich dann auch gar nicht weiterlesen, ne, denn das suggeriert schon überdeutlich, dass jegliche Kritik an diesem Migrationspakt eine Verschwörungstheorie sei. Wir lesen aber natürlich weiter, ja, scrollen ein bisschen runter, und dort steht geschrieben, Anfang Dezember wollen rund 190 Staaten, darunter Deutschland, in Marokko den UN-Migrationspakt unterzeichnen. Also soweit, so richtig, ja, am 11. Dezember soll in Marrakesch dieser Migrationspakt unterschrieben werden. Und die Bundesregierung hat schon längst verlauten lassen, ja, aber natürlich unterschreiben wir das Ding, definitiv, da sind wir dabei. Wir lesen natürlich aber im Bild-Online-Artikel weiter, und dort steht, doch nach den USA, Australien und Ungarn verweigert jetzt auch Österreich dem Abkommen seine Zustimmung. Angeblich, weil er Österreichs Souveränität in Frage stelle und eine Vermischung von legaler und illegaler Migration fördere. Übrigens sind da mittlerweile noch zwei weitere Länder hinzugekommen, ja, so Kroatien und Tschechien. Die haben auch die Befürchtung, dass es deren Souveränität untergraben würde. Also, das ist jetzt schon mal laut Bild Online eine Verschwörungstheorie. Also, man kann jetzt sagen, also die USA, Australien, Ungarn und Österreich, ja, die erliegen
sozusagen Verschwörungstheorien, laut Bild Online. Ne? Weil die sagen, es untergräbt unsere Souveränität. Wie auch immer. Also du siehst, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ja, oder Sichtweisen darüber. Die einen sagen, es ist total der Untergang für Europa und andere wiederum sagen dazu, dass es eine Verschwörungstheorie sei. Aber bevor wir da jetzt ewig rumlesen, was jetzt stimmt und rumrätseln, was jetzt stimmt und was nicht, ne? Lesen wir diesen Pakt lieber selbst durch. Ne? Wir sind ja keine Opfer, die darauf angewiesen sind, was andere schreiben. Wir haben ja selber ein Hirn und da können wir ja die Punkte selbst durchlesen. Okay, und hier sehen wir die deutsche Ausführung. Ne? Und da sehen wir relativ zu Anfang gleich eine Präampel. Ja, und da wundere ich mich gleich mal. Ne? Denn eine Präampel, die steht grundsätzlich immer nur vor einer Urkunde, einer Verfassung und einem völkerrechtlichen Vertrag. Ich lese aber immer wieder, dass dieser Pakt, das Wort, ne? Dass dieser Pakt gar nicht verbindlich sein soll, ne? Und weshalb dann eine Präambel davor, ne? Finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar, aber egal. Wie auch immer, ich werde die Seiten jetzt mal kurz ein bisschen vorab lesen. Ja, ich kann euch jetzt ja nicht 32 oder 34 Seiten vorlesen mit tausenden Unterpunkten, ja. Ich lese mal kurz ein bisschen vorab. Okay. Oh, interessant. Hä, was soll das bedeuten? Ja, und nachdem ich mir jetzt die ersten Seiten durchgelesen habe, da stelle ich schon mal fest. Ein Migrationspakt, sehr verschachtelt geschrieben, schlecht zu lesen und noch schlechter zu verstehen. Ja, das kann ich nur unterschreiben, was der Herr eben sagte, ne? Also endlose Wiederholungen, total langweilig, ja. Möglicherweise haben sie es extra so gemacht, damit sie es kein Mensch jemals durchliest, ja. Aber ich habe ein paar Punkte rausgesucht und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also in endlos Abfolge und in variierenden Satzkombinationen, ja, werden immer wieder die Menschenrechte genannt, sowie das Abschaffen von Diskriminierung jeglicher Art, ja. Und da bin ich natürlich auch dafür. Insofern alles gut, gefällt mir. Des Weiteren wird angesprochen, dass man die Möglichkeit eröffnen solle, dass die Menschen in ihren Ländern bleiben mögen, ja, und das finde ich toll. Ich möchte da auf mein Video verweisen, die Flüchtlingsmache, ja, also die EU-Flüchtlingsmache, und da kann die EU gleich damit anfangen, ja. Hört auf, Dinge zu tun, die die Menschen aus ihren Ländern treiben. Oder machen wir es mal im Klartext, ja, also ganz klare Anweisung, beutet Afrika nicht weiter aus und unterstützt auch keine Kriege mehr, dann bliebe ein Großteil der Menschen liebend gern dort, wo sie leben. Und sie bräuchten euren generösen Migrationspakt nicht. Alle schicken ihre Ware nach Afrika und zwingen uns, ihre Produkte zu konsumieren. Und unsere Bauern, die die ganze Arbeit hatten, säen, ernten, verpacken, können ihre Ware nicht mehr verkaufen. Ganz genau, das wäre schon mal mein Tipp an die EU. Ja, also einfach Finger weg von Afrika, okay? Dann braucht ihr euch diese ganzen tricky Migration-Pakte und so, ne? Gar nicht ausdenken. Ja, und in diesem Migrationspakt wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass man Menschenleben retten müsse und natürlich Migranten vor Gefahren schützen solle. Und auch da, ja, bin ich natürlich 100% dafür, ja? Denn wenn du zum Beispiel an die Menschen aus Libyen denkst, ja, oder aus dem Irak oder zum Beispiel aus Afghanistan, ja, also das sind alles die Länder, die zuvor plattgebombt wurden. Francis Kwame hat 15 Jahre lang in Libyen für einen deutschen Baukonzern gearbeitet. Als der Libyen-Krieg eskalierte, floh Kwame über das Mittelmeer nach Italien. Vor 2 Monaten reiste er wie hunderte weitere mit fremdem Pass und Schengen-Visum weiter nach Deutschland. Ja, genau. Und jetzt noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Die Frage, ja, also weshalb lebt dieser Flüchtling sowie viele, viele, viele andere Flüchtlinge jetzt in Deutschland? We are here by their mistake. They caused this problem for us during 2011, during the Libya crisis. We were forcing to come to Europe because they are bombing. And they are killing, because they are bombing. And they are killing. Ganz genau. Ja, also ein Großteil der Menschen mussten fliehen, weil sich Länder der EU
Also die, die jetzt diesen fantastischen Migrationspakt ausgearbeitet haben, ja, also Länder der EU, hatten sich ganz massiv am sogenannten Befreiungsbomben beteiligt. Und deshalb sind die befreiten Länder im Chaos versunken, ja, allen voran Libyen. Da sind Hunderttausende Menschen dabei ums Leben gekommen, ja. Und das Merkwürdige für mich ist, dass die EU jetzt nicht etwa in ihren Migrationspakt mit inkludiert hat, ja. Dass sie zum Beispiel sagen, wir verpflichten uns, keine Kriege mehr zu führen, ja. Und Befreiungskriege mehr zu führen, ja. Und wir verpflichten uns selbstverständlich auch, keine Waffen mehr zu liefern. Und wir verpflichten uns ab sofort, uns nicht mehr an Afrika zu bedienen, beziehungsweise das Land auszubeuten, ja. Das steht da nicht drin, ja. Und es würde so viel helfen. Stattdessen steht dort etwas ganz anderes drin, nämlich, wir verpflichten uns, eine sichere, geordnete und reguläre Migration zum Wohle aller zu erleichtern und zu gewährleisten. Der Schwerpunkt in diesem Migrationspakt, und das wird ersichtlich, wenn man sich diesen komplett durchliest, ja, also dieser Schwerpunkt liegt also nicht etwa darauf, dass man alles tun will, um die circa 60 bis 70 Millionen Menschen, die ja gemäß Migrationsforscher aktuell auf der Flucht sein sollen, ja, vor allem aus Afrika kommend übrigens, durch konsequentes Umdenken und Weglassen von Ausbeutung dazu verhelfen wolle, dass diese in ihren Ländern bleiben wollen. Oder mögen, ja? Nee. Die zentrale Message in diesem Migrationspakt ist es, gemäß meiner Auffassung, aus illegaler Migration eine dauerhafte, konstant fortlaufende, ich weiß nicht, wie viele Jahre, 10, 20, also konstant fortlaufende Migration zu machen und diese eben zu ordnen. Und das entspricht ganz Frau Merkels Plan, den sie bereits 2015 äußerte. Es geht darum, dass ich in der Tat kämpfe. Kämpfe für den Weg, den ich mir vorstelle, für meinen Plan, den ich habe, aus Illegalität Legalität zu machen und dafür mit aller Kraft einzustehen, ja, aus Illegalität Legalität zu machen, aus Illegalität Legalität zu machen, aus Illegalität Legalität zu machen. Genau, und gemäß dieses Paktes hat man sich nun entschlossen, eine nun als gegeben hinzunehmende, dauerhaft andauernde Migration in all ihren, ich zitiere, Dimensionen zu leisten. Also wie viele auch immer von den aktuell 70 Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befinden sollen, nach Europa kommen wollen, man habe das zu leisten, denn, so steht es an anderer Stelle geschrieben, man wolle anerkennen, dass wir alle nur noch Herkunftsländer, Transitländer und Zielländer sein. Und diese nun von jedem Land, der diesen Migrationspakt unterschreibt, als gegeben anzunehmende Sichtweise, ist schon speziell, ne? Denn es bedeutet ja, dass man es in Zukunft als irrelevant anzusehen habe, wo ein Land anfängt oder aufhört, ja, da sowieso nur noch in Herkunftsländer, Transitländer und Zielländer unterschieden werde. Ja, und gemäß dieses Migrationspaktes lesen wir unter Punkt 19, der wie viele weitere Unterpunkte die Einleitung trägt, dass man sich dazu verpflichte, ja, dass man sich, wie gesagt, verpflichten wolle, allen Zureisenden barrierefreie Rechte zuzugestehen, sowie natürlich auch den Zugang zu Grundleistungen, also zum Beispiel den Zugang, den barrierefreien Zugang zu Kindergeld und Hartz IV etc. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. Ja, ich glaube, Frau Göring-Eckardt wird keine Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden, die sich in diesem Sozialsystem hier in Deutschland zu Hause fühlen. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, wo die meisten Migranten hinwollen. Where are you go? Germany! Where are you go? Germany! Where are you go? Germany! We want to go to Germany. Ja, also wollen die nach Honduras oder wollen die nach Tunesien, Algerien oder nach Indien? Das sollen ja alles Länder sein, die diesen Pakt auch unterschreiben. Nee, ich denke, das wollen sie vermutlich nicht. Ich denke, die meisten werden nach Europa kommen wollen. Viele würden vermutlich auch gerne nach Australien oder in die USA. Ja, aber beide Länder haben ja schon gesagt, zu uns kommt ihr nicht. Ja, Kroatien will ja auch nicht. Na, da würden die meisten wahrscheinlich ohnehin nicht hinwollen. Ja, Polen auch nicht. Also ich meine, nach Polen würden sie eher nicht hinwollen.
Freunde. Schweden und Dänemark soll sich angeblich noch überlegen, ob sie diesen Pakt überhaupt unterschreiben. Italien hat nicht so viel Geld, um noch weitere viele aufzunehmen. Die überlegen sich angeblich auch, ob sie das unterschreiben. Griechenland ist eh pleite. Ja, da werden die meisten auch nicht hinwollen. Marokko zum Beispiel oder Saudi-Arabien wäre doch noch eine gute Option. Ne? Also ich meine, viele Migranten, die nach Europa kommen, gehören dem Islam an. Ja, da wären solche Länder ja naheliegend. Und all diese Länder unterschreiben ja angeblich den Migrationspakt. Ja, wahrscheinlich, weil sie wissen, dass da eh keiner hin will. Ne? Und weshalb will da keiner hin? Also Saudi-Arabien zum Beispiel hat auch Universitäten, ja, also da hat man auch die, oder hätte man auch die Möglichkeit, sich fortzubilden. Aber das Land ist natürlich nicht so frei, ne? Und außerdem kannst du dort nicht hinkommen und sagen, du, ich habe keine Kohle, ja, jetzt versorg mich mal. Das geht dann nicht. Und deshalb wird es den meisten Ländern ganz easy fallen, das Ding zu unterschreiben, ja, weil sie wissen, zu uns will eh keiner kommen, ja, wir haben keine Sozialleistungen. Also wo werden die meisten Migranten hinkommen? In Europa? Ja? Also wie gesagt, ich habe die zuvor ja schon aufgezählt. Ne? Bleibt eigentlich nur ein Land, wo es dann so richtig konzentriert wird. Und das ist Deutschland. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber dieser Pakt ist doch nicht verpflichtend, ja, dem würde ich vielleicht antworten. Ja, also dafür, dass er nicht verpflichtend sein soll, ja, steht an ziemlich vielen Abschnittsanfängen und auch während der Abschnitte immer wieder drin, wir verpflichten uns, ja. Und wenn man sich überlegt, dass immer wieder gesagt wird, dass dieser Pakt nicht bindend sei, ja, dann spricht dem einfach massiv entgegen, dass man sich zu all diesen Punkten verpflichten wolle. Zweiflern wird gesagt, es sei ja nur eine Absichtserklärung, rechtlich nicht bindend. Stimmt zwar formal, faktisch aber sehr wohl verpflichtend, politisch und moralisch. Und das kann durchaus rechtliche Wirkung erzeugen. Jeder kann sich auf den Pakt berufen und vor Gericht ziehen. Welcher Richter wird dann gegen die Vereinbarung urteilen? Sie kommt ja von den Vereinten Nationen. Außerdem wird im Pakt zwar betont, dass nationales Recht berücksichtigt wird, jetzt wird aber auch gefordert, eben dieses Recht im Sinne der UN anzupassen. Ja, das denke ich auch. Also ein Pakt, der nicht bindend ist, der braucht weder eine Präambel, ja, noch braucht er 10.000 Mal im Text ein Wir verpflichten uns. Zudem man diese vermeintlichen Unverbindlichkeiten auch in, ich zitiere, einer periodisch wirksamen Folge und Überprüfungsmechanismen sicherstellen wolle, dass die im Dokument enthaltenen Worte auch konkrete Taten folgten. Also all das erscheint mir in keiner Weise unverbindlich. Das macht es dann auch nicht besser, wenn man mit hineinnimmt in diesen Pakt, ja, dass man die Jugendarbeitslosigkeit zu senken gedenke, ja, zumal in Europa, explizit in Spanien fällt mir da gerade ein, ja, also ein hohes Maß an Jugendarbeitslosigkeit bereits existiert, ja, also wo will man dann diese ganzen Menschen oder die ganzen Jugendlichen unterbringen, ja, zumal da auch noch Sprachschwierigkeiten bestehen. Auch ist dort die Rede von einer Erschließung von, ich zitiere, Humanressourcen, ja, also human, verstehst du, Mensch, ja, also menschliche Ressourcen, also du bist eine Handelsware, also so hier hört sich das für mich an, ja. Ja, und natürlich frage ich mich dann, wer sind diese Leute, die sich das ausgedacht haben und wieso verpflichten die sich nicht erstmal auf die naheliegendsten Dinge, die ich zuvor nannte, ja, also keine Befreiungskriege mehr, Afrika nicht mehr ausbeuten. Ja, und auch keine Waffenlieferungen mehr, ja. Also all das wären grundlegende Dinge, die man überhaupt erstmal besprechen müsste. Stattdessen stehen dort, also für mich, ganz merkwürdige Dinge drin, ja, unter anderem zum Beispiel Freiheitsentziehung bei Migranten nur als allerletztes Mittel, ja, und Bemühen um Alternativen, also als ob die einen gesonderten Status haben sollten. Ja, also ich meine, ich denke, wir haben Gesetze, wenn einer was macht, dann kommt er in Knast oder kommt nicht in Knast, ja. Aber wieso steht dort das gesondert für Migranten? Ich verstehe das nicht. Ja, und dann gibt es noch etwas, was ich sehr suspekt finde. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Und dann ist da noch die Sache mit der Information. Es soll ein offener, faktenbasierter Diskurs geführt werden. Ich frage mich, wie denn? Wenn das Ergebnis schon vorher feststeht, realistischer, humaner und konstruktiver soll sie sein, die Wahrnehmung. Medien sollen in die Steuerung von Migration eingebunden werden, steht da wortwörtlich.
Die Medien sollen also in die Steuerung von Migration mit eingebunden werden. Das ist schon interessant, ne? Was heißt denn das? Also wenn die Medien in die Steuerung von Migration mit eingebunden werden sollen, ja, also und der Grundtenor in diesem Migrationspakt, der ist, dass man es als positiv zu bewerten habe, wenn jetzt weitere viele, viele Millionen Migranten nach Europa, respektive nach Deutschland kommen. Ja, was heißt denn das? Ja, das heißt natürlich im Klartext, dass die Medien dazu angehalten werden, ja, positiv über diese Migrationsverläufe zu berichten. Die Medien müssen ja gar nicht lügen dabei, ja. Einfach schauen, worauf man den Schwerpunkt legt, ja. Also Negatives nicht zu erwähnen, ist keine Lüge. Oder es nur am Rande beiläufig zu erwähnen, ja. Oder, was weiß ich, in irgendeinem Regionalblatt, ne? Dann kann man sagen, man hat es ja erwähnt, aber es ist nicht von nationalem Interesse, wie der Herr Knifke von der ARD schon sagte bei den vielen Vergewaltigungsfällen oder Mordfällen, ja, die erwähnt er gar nicht, weil es seiner Ansicht nach nicht von nationalem Interesse sei. Wie gesagt, durch diese Methoden kann man natürlich ein Meinungsbild steuern, ne? Und so wird es gemäß dieses UN-Migrationspaktes auch gewünscht. Ja, und wer weiß, wie lange er seinen Job noch haben wird, wenn dieser Pakt dann am 11. Dezember verabschiedet wurde. Denn so richtige Vorfreude auf diesen Migrationsverlauf, diesen künftigen, in großer Anzahl stattfindenden Migrationsverlauf, hat er ja gerade nicht geäußert. Medien sollen in die Steuerung von Migration eingebunden werden, steht da wortwörtlich. Und wer nicht mitspielt, dem soll die finanzielle Unterstützung entzogen werden. Auch das steht da. Eine steht da allerdings nicht. Wenn Migration so gut ist, warum braucht es dann eine gelenkte Information? Und warum überhaupt so einen Pakt? Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Wenn Migration so gut ist, ne? Weshalb braucht es dann diesen Pakt? Ich meine, jeder müsste es erkennen. Ich meine, aktuell kommen jeden Monat Menschen aus einem anderen Kulturkreis in der Größenordnung einer größeren Kleinstadt nach Deutschland, also circa 12.000 Menschen aus einem anderen Kulturkreis jeden Monat, ja, und das schon seit längerem. Und zuzüglich kommt natürlich noch deren Familiennachzug, die in diese Statistik nicht mit einfließen, weil dort nur Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, ja, mit aufgenommen werden. Ja, und der jeweils bewilligte Familiennachzug, ja, wird in dieser Statistik nicht mitberechnet. Warum? Weil die Familiennachziehenden, ja, keinen Asylantrag stellen müssen. Das heißt, sie sind auch da, ja, aber tauchen in keiner Statistik auf. Insofern kann man natürlich sehr wohl sagen, Deutschland verändert sich radikal und schnell, ja, und insofern haben diese Leute, die das befürchten und immer sagen, sie wollen es nicht, die haben natürlich recht. Aber man kann es auch alles ganz anders sehen, ne? Denn man kann sich da auch drauf freuen. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ja, dieses Deutschland, das wird jünger, bunter vor allem und religiöser. Und das sind Sachen, da kann man sich drauf freuen. Ja, und viele scheinen sich mitzufreuen. Ja, also die ganzen grünen Wähler, die scheinen es gar nicht erwarten zu können, bis es dann religiöser oder bunter religiöser wird. Ja, und deren Freude wird vermutlich bald neue Höhen erreichen, ja, denn mit dem Migrationspakt könnte hier, der Wahrscheinlichkeit folgend, sehr bald alles noch sehr viel jünger, bunter und vor allem religiöser werden. Die Rede ist hier von könnte, ja, also Konjunktiv, ob das tatsächlich so sein wird und so kommt, das kann ich natürlich nicht beurteilen, ja, ich bin kein Prophet, aber es gibt ja, Richtlinien in diesem Pakt, an die man sich halten solle, ja, Verpflichtungen immer wieder, die stark darauf hindeuten, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja, und vielleicht hat er ja recht mit seinem Kommentar, dass jedes weitere Video zum Thema vollkommen sinnlos sei, ja, da das Ding jetzt sowieso durch wäre. Ja, das weiß ich nicht, ne, also die Dinge müssen jetzt generell betreffend ja nicht immer so kommen, wie sie geplant wurden. Ja, es kommt immer drauf an, wie viele Menschen mit
denken. Ja, und wenn man mal ein Bild bemühen möchte, ja, und sagt, ja, also solange sich im übertragenen Sinne jetzt mal, ne, 100.000 von 10 Leuten regieren lassen, ja, ohne ihr eigenes Gehirn zu bemühen, da ist es einfach, ja, dann ist das Ergebnis von allem, ja, dann ziemlich berechenbar. Wenn das aber plötzlich nicht mehr so ist, ja, dann sieht die Sache schon mal wieder ganz anders aus. Ja, und das Allerschlimmste wäre es, wenn man jetzt auch noch aufeinander losgingen. Ja, also zum Beispiel auch auf Zugereiste. Ja, ich meine jetzt auf Leute, die wirklich nichts gemacht haben. Ja, also das bringt nichts. Verstehst du? Diese Leute nehmen die Chance wahr, die man ihnen offeriert. Laut Hinweisen der kroatischen Polizei verfügen viele Migranten über Prepaid-Debitkarten von Mastercard, berichtet das slowenische Nachrichtenportal Nova24TV. Die Karten tragen statt dem Namen des Inhabers nur den Aufdruck des UNHCR, ein EU-Logo und eine Nummer. Nova24TV nimmt an, dass die Flüchtlingsorganisation UNHCR und die EU in Zusammenarbeit mit Mastercard die Prepaid-Debitkarte kostenlos an Migranten verteilen. Vucetic schreibt in seinem Tweet: Diese Bankkarten sind ein Beweis dafür, wie die EU die europäische Kultur zerstört. Sie mit Geld einladen, um Gewalt auszulösen? Wer gibt Migranten eine solche Bankkarte, um ohne Vornamen und Nachnamen auf Bargeld zugreifen zu können? So Vucicic weiter. Ungarische Beamte warnen aktuell vor rund 70.000 Migranten, die sich auf dem Balkan versammelt haben und sich darauf vorbereiten, nach Westeuropa weiterzuziehen. Ja, du siehst es selbst. Es besteht von welcher Seite auch immer, ja, ein großes Interesse, Menschen dazu zu veranlassen, nach Europa zu kommen. Man sollte also nicht auf die Menschen losgehen, die dieses Angebot annehmen, ja, sondern sich fragen, hey, was passiert hier eigentlich? Also laut Migrationspakt sind wir alle nur Humanressourcen, ja, und irgendjemand hat total Lust drauf, diese Humanressourcen, ja, neu zu koordinieren und zu verschieben. Und vielleicht sollte man mal drüber meditieren, weshalb? Oder anders gefragt, wem nützt das? Fucking liar. Ooh, but still I desire. So, das war's für heute. Ich möchte noch kurz auf meinen BitChute-Kanal hinweisen. Ja, mein Vimeo-Kanal wurde ja gekillt. Also lade ich ab jetzt alle neuen Sachen auch dort hoch, weil ich nicht weiß, wie lange mein YouTube-Kanal noch existiert. Ja, und dann habe ich noch diesen YouTube-Backup-Kanal. Ja, und ansonsten bin ich im Netz nirgendwo aktiv. Ja, und wenn mich jemand supporten möchte, dann freue ich mich darüber. Und dann wäre hier die Möglichkeit, ja, das ist nicht mein PayPal-Account. Also bitte dieses hier dazu schreiben. Ja, und für Hinweise und so wäre dann diese Adresse hier die richtige. Das ist keine PayPal Adresse und den Migration Pact Link in Deutsch, der ist dann auch unter dem Video, ne? Also vielleicht mal selbst durchlesen. Und jetzt wünsche ich euch einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.